Willkommen im Labor Faserverbund Technik. Mein Name ist Anna Afanasiev und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier im Labor. Im Labor Faserverbund Technik beschäftigen wir uns mit Leichtbau und faserverstärkten Kunststoffen. Es werden Kohlenstofffasern, Glasfasern, Aramidfasern, aber auch Naturfasern verarbeitet. Je nach Einsatzzweck wird die passende Faserart ausgewählt und in unterschiedlichen Verarbeitungsverfahren verarbeitet. Was es sonst noch gibt, zeigen wir jetzt. Mein Name ist Christian Pongratz und ich darf kurz die Fertigungsverfahren bei uns im Labor Faserbundtechnik vorstellen. Eigentlich haben wir im Labor Faserbundtechnik zwei große Fertigungsverfahren. Das eine ist der Wickelprozess, wo die Fasern auf einen rotierenden Dorn abgelegt werden. Und das andere ist unser Prepreg-Autoklav-Prozess. Das ist im Hintergrund hier diese blaue große Anlage. Beim Prepreg-Autoklav-Prozess schichten wir erst die Fasereinzellagen aufeinander und das Ganze wird dann unter Temperatur und Druck hier im Autoklav ausgehärtet. Das heißt von Druckbereich bis etwa 20 Bar und Temperaturen bis 200, 300 Grad. Und nachdem das Ganze fertig ist, sieht es ungefähr dann so aus. Anders als bei Metallen ist hier bei faserverstärkten Kunststoffen die Schwierigkeit, dass der Werkstoff im Inneren kaputt geht. Bei Glas sieht man diesen Schaden noch sehr gut, aber bei kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen mit einem schwarzen Material ist das Ganze von außen unsichtbar. Der Versuch läuft so ab, dass hier ein Schlaggewicht auf den Probekörper fällt und das Ganze dann überwacht wird. 5, 4, 3, 2. Nach dem Impact werden dann die Ergebnisse der verschiedenen Laserabstandsmessungen hier auf dem Probekörper aufgetragen und wir sehen zum Beispiel die Geschwindigkeit vor und nach dem Impact oder die Kraft oder Durchbiegung des Probekörpers. Nachdem wir vorhin einen Schaden in Probekörper eingebracht haben, können wir diesen Schaden mit Hilfe der Ultraschallprüfanlage detektieren. Dies ist besonders dann von Vorteil und interessant, wenn der Schaden mit bloßem Auge nicht erkennbar ist. Hier auf der rechten Seite sehen wir nun den vorher durch einen Impact eingebrachten Schaden und seine Ausbreitung. Mit einem hochauflösenden Digitalmikroskop lassen sich die kleinsten Fehlstellen innerhalb eines Laminats identifizieren und vermessen. Für die hierfür benötigten Schliffbilder werden Ausschnitte aus den zuvor beschädigten Probekörpern in ein Harz eingebettet. Nun können wir diese unter dem Mikroskop anschauen und uns den Schaden genauer angucken. Hier wurde das Bauteil beschädigt. Und es ist sozusagen ein Querschnitt durch das Bauteil hindurch. Man sieht hier recht schön die einzelnen Schichten des Laminats und die Schädigungen innerhalb und zwischen den Schichten. Hier sehen wir die zweite Versuchsanlage, die wir kurz vorstellen möchten. Das ist eine Universalprüfanlage, mit der wir die mechanische Bauteilprüfung durchführen können. Das heißt von ganz großen Bauteilen, wie hier eine CFK-Flanschverbindung, die bis zu 250 kN aushält oder umgerechnet etwa 25 Tonnen, bis zu kleinen Probekörpern, mit denen wir Kennwerte ermitteln, zum Beispiel um Bauteile auslegen zu können. Und der Kollege hat hier einen kleinen Versuch vorbereitet. Genau, vorbereitet habe ich dazu einen klassischen Zugversuch. Das heißt, wir haben hier so einen Probekörperstreifen aus einem Material, das wir dann unter Zug setzen. Also wir lassen da eine Last drauf, messen dabei die Kraft und den Weg, den der Probekörper mit sich nimmt. Das wird hier aufgezeichnet und dann sieht man quasi, was der Werkstoff aushält. Genau, was wir da jetzt gesehen haben, ist das typische Versagen von einem Probekörper, wo die Fasern in Längsrichtung drin liegen. Also dann reißen die Fasern erst einzeln ein bisschen auf und dann, sobald die Last zu viel wird, dann wie so ein Besen berstet quasi der ganze Probekörper in so einem Sprödbruchverhalten, nennt man das dann. Für uns als Labor ist das Einbinden von Studierenden in aktuelle Forschungs- und Entwicklungsprojekte besonders wichtig. Neben den Vorlesungen bieten wir auch Projektarbeiten und Abschlussarbeiten an. Wir freuen uns auf Sie!